Er sagte, sie hätten eine fliegende Untertasse gefunden. Unsinn, das ist ein Wetterballon. Washington sagte, halte das geheim. Sprich nie wieder darüber. Was in Roswell in die Brüche ging, war die Wahrheit. Für die einen sind es Tatsachen, für die anderen Fantasien und Verschwörungstheorien. Nach 60 Jahren prallen die Standpunkte noch immer aufeinander. Wir wissen, dass eine fliegende Untertasse und Leichen geborgen wurden. Was geschah wirklich im Jahr 1947 bei Roswell, New Mexico? Wir machen uns auf die Suche nach dem letzten Beweis. Roswell, New Mexico, ist ein Ort, dessen Name mit einer Legende verbunden ist. Es existieren Aufnahmen, die angeblich Teile einer fliegenden Untertasse zeigen. Die Behörden hätten alles vertuscht, so die Mutmaßungen. Und es gibt noch heute, 6 Jahrzehnte später, Augenzeugen, die ihrer Sache sicher sind. Ich glaube nicht, dass da etwas abgestürzt ist, das von Menschenhand gemacht war. Es kam nicht von der Erde. Bis heute gehen die Meinungen darüber auseinander, was damals vom Himmel fiel. Was immer sie wirklich dort gefunden haben, es hat sie so aufgeregt, dass es Panik verursachte. Tatsächlich war es mit der Ruhe in dem kleinen Städtchen vorbei, als die Medien am 8. Juli 1947 berichteten, das Militär habe ein fremdes Raumschiff entdeckt. Nicht nur das Lokalblatt von Roswell berief sich auf einen Pressesprecher der Air Force. Über die Fernschreiber der Presseagenturen ging die Nachricht um die Welt. Doch wenige Stunden später dementierte ein ranghöherer Presseoffizier im 800 Kilometer entfernten Fort Worth die Meldung. Bis heute ist der Roswell-Zwischenfall ein lebendiger Mythos geblieben. Seinen Ursprung hat er in einer Zeit, die von Angst geprägt war. Der Zweite Weltkrieg war noch nicht lange vorbei, die internationale Lage gespannt. Die neue, mächtige Waffe, die den Krieg im Pazifik beendet hatte, war eine ständig fühlbare Bedrohung. Es war der Beginn des Kalten Kriegs, das Wort Spionage war in aller Munde. Zudem gab es Berichte über rätselhafte, untertassenförmige Flugobjekte. In diesem Klima nahm die Legende eines abgestürzten UFOs ihren Anfang. Im Sommer 1947 entdeckte der Rancher Mac Bressel auf einem Feld in der Nähe von Roswell ungewöhnliche Metallteile. Zunächst dachte er sich nicht viel dabei. Erst als er hörte, dass UFOs gesichtet worden seien, beschloss er, den Behörden Meldung zu machen. Der Luftwaffenstützpunkt von Roswell schickte einen Aufklärungsoffizier. Major Jesse Marcel gehörte zum 509. Bombergeschwader, der ersten militärischen Einheit, die Atomwaffen mit sich führte. Roswell ist für mich einzigartig, da ich alles mit eigenen Augen sah. Der Sohn von Major Marcel erinnert sich, wie sein Vater ihm die rätselhaften Objekte zeigte. Als er in dieser Nacht nach Hause kam, weckte er mich und Mutter. Wir sollten sehen, was er draußen auf der Ranch bei Roswell gefunden hatte. Er sagte, das ist ein Teil einer fliegenden Untertasse. Guck dir das genau an, du wirst es wohl nie wiedersehen. Er hatte recht. Von Anfang an übte das ungewöhnliche Material, aus dem die Teile bestanden, eine Faszination aus. Auch bei der Air Force. Die Pressestelle der US Army ließ verlauten, dass der Luftwaffenstützpunkt von Roswell dank der Hilfe eines Ranchers das Wrackteil eines UFOs bergen konnte. Da war die Schlagzeile fertig. Stanton Friedman ist Nuklearphysiker. Er hat den Zwischenfall jahrelang untersucht. Für mich steht außer Frage, dass beim Roswell-Zwischenfall etwas von der Regierung vertuscht worden ist. Wenige Stunden, nachdem der UFO-Bericht an die Öffentlichkeit gelangt war, zog ihn die Luftwaffe zurück und behauptete nun, die Teile stammten von einem Wetterballon. Seit Beginn der 40er Jahre wurden Latexballons eingesetzt, um Radiosonden in die oberen Schichten der Atmosphäre zu bringen, die Messwerte per Funk übertrugen.
Sorry, gentlemen, we made a mistake. Tut uns leid, wir haben einen Fehler gemacht. Es war keine fliegende Untertasse, nur ein Radarreflektor eines Wetterballons. 4 Stunden, nachdem die Armee fliegende Untertassen entdeckt hatte, war es bloß noch ein Wetterballon. Als klar wurde, dass da etwas sehr Spezielles vorlag, wollte man die Geschichte schnellstmöglich unterdrücken. Der ehemalige Pilot Robert Durant beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit dem Fall. Über die vom Luftwaffenstützpunkt Roswell abgegebenen Erklärungen gibt es keine Unterlagen mehr. Sie sind verschwunden. Auch die Berichte der Militärpolizei, die die Trümmer weggeschafft hat, fehlen. Sie vertuschten es und präsentierten stattdessen die Geschichte vom Ballon. Eine entscheidende Frage ist, ob die gefundenen Gegenstände überhaupt von einem Wetterballon stammen konnten. Es gibt Zeugen, die bis heute an der Behauptung festhalten, das Material der Trümmer müsse außerirdischen Ursprungs gewesen sein. Es war unvergleichbar mit allem, was Menschen damals herstellen konnten. David Rudiak recherchiert seit über 10 Jahren zum Roswell-Zwischenfall. Er glaubt, dass der Rancher Mac Brazel sich nicht getäuscht hat. Brazel hat gesagt, er habe Wetterballons gefunden, aber es waren keine. Mac Brazel war vertraut mit Wetterballons. Er hat sie oft gesehen. Auch mein Vater wusste, wie ein Radarreflektor aussieht. 1947 wurden Radarreflektoren für Wetterballons aus einer handelsüblichen Metallfolie hergestellt. Major Marcel und Mac Brazel hätte solches Material bekannt sein müssen, so das Argument der Verfechter eines UFO-Absturzes. Wir waren alle der Auffassung, dass es nicht von Menschen hergestellt war. Der Sohn von Marcel erinnert sich an ein weiteres rätselhaftes Detail des Funds. Die Kante eines Objekts war beschriftet. Als ich mir das näher ansah, dachte ich erst, es seien ägyptische Hieroglyphen. Aber dann sah ich, dass es eher mathematische oder geometrische Symbole waren. Bald gab es Gerüchte darüber, was die Air Force möglicherweise noch alles gefunden haben könnte. General Arthur Exon war an der Wright-Patterson Air Force Base stationiert. Er sagte, er hätte von einem Leichenfund gehört. UFOs und ihre außerirdischen Insassen sind seit den 50ern Thema von Medien und Literatur. Während die einen an ihre Existenz glauben, sind sie für andere Fantasieprodukte. Die am wenigsten wahrscheinliche Erklärung ist, ein außerirdisches Raumschiff einer fortgeschrittenen Zivilisation ist auf der Erde zerschellt und hat kleine menschähnliche Körper zurückgelassen, die aussehen wie eine futuristische Variante von uns selbst. Ganz wie die Science-Fiction-Autoren es beschrieben haben. Etwas ist auf die Ranch von Brazel gefallen. Aber das deutet für keinen vernünftigen Menschen auf ein außerirdisches Raumschiff hin. Joe Nickel, früher ein Bühnenmagier, erforscht heute sogenannte paranormale Phänomene. Roswell ist ein großer amerikanischer Mythos. Außergewöhnliche Behauptungen verlangen außergewöhnliche Beweise. Nach Meinung der Skeptiker spricht nichts für den Absturz eines UFOs. Die Wissenschaft ist ohne harte Beweise nicht davon zu überzeugen, dass Aliens die Erde besuchten. Der Physiker David Thomas ist Vorsitzender der Vereinigung New Mexicans for Science and Reason. Er glaubt nicht, dass etwas gefunden wurde, das für die Landung Außerirdischer auf der Erde spricht. Die bisherigen Beweise für UFOs sind keineswegs stichhaltig. Verschwommene Fotos und verschwommene Erinnerungen. Legenden sind seitdem entstanden, vom Papier, das nicht verbrannt oder gefaltet werden konnte. Aber wenn Sie sich die ursprünglichen Zeugenaussagen ansehen, die des Ranchers Mac Brazel und seiner Tochter, dann erkennen Sie, was es ist. Sie hat sogar Ringe beschrieben, die zur Takelung dieser Ballons gehörten. Wir wollen uns die besten Beweise ansehen, die wir haben. Das heißt, zur ursprünglichen Quelle zurückgehen. Wir haben den Bericht von Mac Brazel. Demzufolge war es kein außerirdisches Raumschiff, es sei denn, Außerirdische hätten Klebeband und Gummi, Bänder, Stäbe und Metallfolie erfunden. Doch es gibt andere Meinungen, wie die von David Rudiak.
Hier ist etwas fast 60 Jahre lang vertuscht worden. Das zeigt, dass es ein dunkles Geheimnis geben muss. In Roswell ist wirklich etwas abgestürzt, aber nicht aus dem Weltraum. Möglicherweise hat sich der Absturz 1 bis 2 Wochen vor der Entdeckung der Trümmer ereignet, vielleicht während eines Sturms. Das könnte erklären, warum sie so weit verteilt waren. Seit jener Zeit gibt es 2 Lager, die sich gegenüberstehen. Die Anhänger der UFO-These und die Skeptiker, die sie bestreiten. Der Roswell-Zwischenfall machte am 8. Juli 1947 weltweit Schlagzeilen. Die Journalisten folgten zunächst der offiziellen Erklärung der Air Force. Als die dementiert wurde, machten auch sie einen Rückzieher und präsentierten Fotos von Wetterballons und Radarreflektoren. Doch es gibt keinen Beweis dafür, dass es sich wirklich um den Fund von Roswell handelte. Es war ganz leicht, das Material zu vertauschen. Warum haben sie es vertauscht? Weil sie das Echte nicht zu zeigen wagten. Die Frage, ob Material vertauscht wurde, betrifft Irving Newton. Die Trümmer wurden dem Nachrichtenoffizier Irving Newton vorgeführt, der feststellen sollte, ob es sich um Reste eines Wetterballons handelte. General Ramey, der Kommandierende des Stützpunktes, rief Newton in sein Büro. Ich ging rüber und öffnete die Tür zum Büro des Generals. Da lag ein ganzer Haufen von Zeug auf dem Boden. Ich fragte, ist das Ihre fliegende Untertasse? Sie sagten, ja, das ist sie. Da sagte ich, tut mir leid, aber das hier war mal ein Wetterballon. Er tat, was ihm befohlen wurde. Wenn der General sagte, es war ein Wetterballon mit Radarreflektor, reichte ihm das. Er hat das echte Wrack nie gesehen. Er wurde selbst zur Täuschung benutzt. Der Rancher Mac Bracel und Major Jesse Marcel haben die Trümmer gesehen, als sie noch auf dem Feld in New Mexico lagen. Es gibt Berichte von Mac Bracel in der Lokalzeitung. Dann sieht man, wie Jesse Marcel mit ein paar Trümmern in einem Zimmer posiert. Sie sehen genauso aus, wie Mac Bracel sagte. Folie, Stäbe, ganz ähnlich. Doch genau diese Ähnlichkeit sei verdächtig, so die Anhänger der UFO-Theorie. Was die Radarreflektoren betrifft, so ist es, wenn man genau hinsieht, wie ich es getan habe, nur ein einziger Radarreflektor. Die weiße Rückseite aus Papier ist völlig sauber. Keine Kratzspuren, kein Schmutz, keine Wasserflecken sind darauf. Es ist keine Leine daran befestigt, die doch hätte dran sein müssen, als er im Feld gefunden wurde. Für mich sieht das aus wie ein nagelneuer Radarreflektor. Man hat ihn aus einer Schachtel genommen, zerbrochen und auf den Boden geworfen. Was in General Ramys Büro in Texas fotografiert wurde, war nicht das echte Wrack. Wenn jemand behauptet, etwas wäre vertauscht worden, kann ich nicht mit 100%iger Sicherheit widersprechen. Wir sind überzeugt, was in Roswell abstürzte, war ein Teil von Project Mogul. Project Mogul war eine geheime Spionageoperation, bei der empfindliche Mikrofone mit Wetterballons in große Höhen gebracht wurden. Sie sollten Atomtests der Sowjetunion entdecken. Es ist gut möglich, dass die gefundenen Teile daher stammten. In den Jahren 1947 und 48 wurde eine Serie von Ballons von der Militärbasis Alamogordo in New Mexico aus losgelassen. Der Wind trug wahrscheinlich viele von ihnen nach Nordosten, Richtung Roswell. Der Flug Nummer 4 des Mogul-Projekts am 4. Juni 1947 könnte sein Ende auf dem Feld bei Roswell gefunden haben. That is very likely. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es das war, was Mac Bracel fand. Es war der Beginn des Kalten Kriegs. Die Sowjetunion entwickelte Atomwaffen und wir wollten herausfinden, ob sie sie zu Testzwecken explodieren ließen. Project Mogul war streng geheim. Und das Militär wollte nicht, dass irgendjemand berichtete, dass wir mit Mikrofonen sowjetische Atomtests ausspionierten. Auch die Zeichen, die der Nachrichtenoffizier Jesse Marcel entdeckt hat, ließen sich so erklären.
Es gab eine Spielzeugfabrik in Manhattan namens Merrick Manufacturing, die die Radarreflektoren für die Armee herstellte. Die Spielzeugfabrik hatte offenbar ein Klebeband, das diese seltsamen hieroglyphenartigen Zeichen trug. Als Marcel diese fremdartigen Symbole und die Metallfolie sah, die sich nicht falten ließ, glaubte er, etwas gefunden zu haben, das nicht von dieser Welt war. Marcel. 1997 veröffentlichte die Air Force ihren dritten Bericht über den Roswell-Zwischenfall. Die Behörden hofften auf diese Weise, den Gerüchten über ein fremdes Raumschiff ein Ende zu machen. Dem Bericht zufolge waren solche Spekulationen durch unvollständige und unzutreffende Darstellungen genährt worden. Noch einmal wurde erklärt, die Teile stammten von Project Mogul. Dass damals etwas geheim gehalten wurde, ist also nicht strittig. Die Frage ist nur, was? Es gab gute Gründe, etwas zu vertuschen, wenn man annimmt, dass das wirklich ein fremdes Raumschiff war. Die Hauptsorge war, dass es eine allgemeine Panik geben könnte. Die Wahrheit ist, dass das, was da heruntergefallen ist, definitiv identifiziert wurde. Es war nicht das, worüber die Leute sich so viel Gedanken machten. Weder war es außerirdischen Ursprungs, noch eine Bedrohung der Erde. Die Gründe für Mogul waren streng geheim. Doch das Material, um das es hier geht, unterlag überhaupt keiner Geheimhaltung. Es war handelsübliches Zeug. Die Hälfte der Mogul-Ballons ging verloren und man kümmerte sich nicht darum. Sie holten nicht einmal Material, das 20 Kilometer entfernt heruntergekommen war. Jedes Detail des Roswell-Zwischenfalls wird zum Streitpunkt und verschieden ausgelegt. Eine Frage aber ist entscheidender als alle anderen. Hätten die Überreste der Ballons und der Radarreflektoren von Project Mogul ausreichen können, um das große Trümmerfeld zu erzeugen, das Major Marcel beschrieben hat? Robert Galganski, ein auf Crash-Tests spezialisierter Ingenieur, ist dieser Frage nachgegangen. Das Trümmerfeld faszinierte mich. Der Grund, warum ich ein intensives Interesse an diesem speziellen Aspekt der Geschichte entwickelt habe, war, dass das etwas Greifbares war, womit ich arbeiten konnte. Es gab Ausmaße des Trümmerfelds und eine Beschreibung dessen, was gefunden wurde. Ich hatte das Gefühl, aus quantitativer Sicht etwas damit anfangen zu können. Das hat nie zuvor jemand versucht. Warum das Trümmerfeld so schnell beseitigt wurde und keine genaue Beschreibung der Objekte an die Öffentlichkeit gelangte, kann seinen Grund in der Geheimhaltung haben, der Project Mogul unterlag. Doch viele Anhänger der Raumschiff-Hypothese glauben, dass die Behörden noch etwas anderes verschwinden ließen, nämlich Leichen von Außerirdischen. Jahrzehntelang hielten sich die Gerüchte, dass zwischen den Trümmern des Raumschiffs auch die Leichen seiner Besatzungsmitglieder gelegen hätten. Sie sollen angeblich in die Flugzeughalle 84 des Roswell-Stützpunkts gebracht worden sein. Hier wurden die Leichen aufbewahrt, vermutlich auf Trockeneis. Das verlassene Gebäude wirkt in der Tat gespenstisch und beflügelt die Fantasie. Ich vermute, die Leichen sind noch in der Nähe und werden untersucht. Ein Leichenbestatter aus der Region scheint diese Geschichte in Umlauf gebracht zu haben. Beim Militär gibt es Vorschriften für den Umgang mit Leichen. Jahre nach dem Roswell-Zwischenfall behauptete Glenn Dennis, einen Anruf aus dem Stützpunkt erhalten zu haben. Jemand habe sich nach kleinen Särgen erkundigt und wie man Leichen behandelt, die der Sonne ausgesetzt waren. Er fragte, ob es einen Absturz gegeben hätte. Er ging hinein und traf eine Krankenschwester, die er kannte. Sie sagte, er solle verschwinden, weil er sonst Schwierigkeiten bekäme. Ein Offizier drohte ihm und er sagte, mir können Sie nicht drohen, ich bin eine Zivilperson. Dann brachte ihn der Offizier zurück zur Bestattungsfirma Ballard. Glenn Dennis behauptete außerdem, die Krankenschwester habe ihm am nächsten Tag von einer Autopsie eines Aliens berichtet.
Sie machte eine Zeichnung und beschrieb die Wesen. Die Länge der Arme im Verhältnis zum Körper war anders als bei uns und sie hatten vier Finger. Außerdem waren sie klein und dünn mit großen Köpfen. Die Skeptiker haben auch dafür eine Erklärung. Zu jener Zeit soll ein Militärflugzeug bei Roswell abgestürzt sein. Bei der Explosion des Flugzeugs erlitten einige Besatzungsmitglieder so schwere Verletzungen, dass Teile ihrer Gesichter fehlten und ihre Därme heraushingen. Es muss grässlich gerochen haben. Wir glauben, dass die Krankenschwester in Wahrheit Bilder dieser verbrannten und geschrumpften Körper gezeichnet hat. Sie wirken wie Aliens, aber so sieht es aus, wenn jemand bei einer Kerosinexplosion verbrannt wird. Glenn Dennis ist jemand, der verschiedene Versionen von Geschichten erzählt und kolportiert. Er erinnert sich und die Leute fragen ihn. Daraufhin liest er noch mehr über Verschwörungstheorien und unterhält sich mit anderen darüber. Er bringt Fiktion und Fakten durcheinander. Es gab zur damaligen Zeit keinen Hinweis auf Körper von Außerirdischen. Diese Behauptungen kamen erst Jahrzehnte später auf. Beide Seiten, die Anhänger der Raumschiff-These und ihre Gegner, bezichtigen sich gegenseitig der Lüge. Anfangs war wohl keine böse Absicht dabei. Aber wenn man einmal mit dem Lügen anfängt, wird es immer schwieriger, nicht zu lügen. Wir wissen mit hinreichender Sicherheit, was bei Roswell passiert ist. Was dort abstürzte, war ein geheimer Spionageballon der USA. Ich habe schon viel zu viel dazu gesagt. Seit 1947 ist eine Menge über Roswell gesagt und geschrieben worden, ohne dass es zu einer endgültigen Klärung gekommen wäre. Nach mehr als 60 Jahren können nur noch Zeugenaussagen Aufschlüsse über den Roswell-Zwischenfall geben. Major Marcel war überzeugt davon, etwas Außergewöhnliches gefunden zu haben, als er die Trümmer sah. Mein Vater war am Radar ausgebildet. Er wusste, wie ein Radarreflektor aussieht. Wenn es einer gewesen wäre, hätte er ihn dort liegen lassen. Major Marcells Spezialgebiet war die Einschätzung von Bombenschäden anhand von Fotografien. Die Skeptiker behaupten, dass er nie in seinem Leben einen Wetterballon oder einen Radarreflektor gesehen habe. Ich weiß nicht, wie sie das herausgefunden haben, denn er ist tot. Wir sollten uns nicht der verdrehten Logik derer anschließen, die sagen, ich weiß nicht, was ich gesehen habe, deshalb muss es eine fliegende Untertasse vom Mars gewesen sein. Wenn man nicht weiß, was man gesehen hat, weiß man es nicht. Ich vermute, dass Marcel in der aufgeheizten Stimmung von 1947 glaubte, etwas Außerordentliches entdeckt zu haben. Er kannte sich damit einfach nicht aus. Die Zeugenaussagen, die Vorwürfe, es sei Beweismaterial zum Verschwinden gebracht worden, die Behauptung eines Täuschungsmanövers der Behörden, all das gehört zur Legende von Roswell. Die drei offiziellen Untersuchungsberichte, die die Air Force vorgelegt hat, stellen übereinstimmend fest, dass die Teile von einem Aufklärungsballon aus dem geheimen Project Mogul stammten. Gewöhnlich wurde dabei eine Kette von etwa 25 durch eine Leine verbundene Wetterballons eingesetzt. Sie trugen drei Reflektoren aus Metallfolie, um sie mit Hilfe von Radar verfolgen zu können. Außerdem transportierten die mit Helium gefüllten Ballons empfindliche Mikrofone in sehr große Höhen. Die Wetterballons aus Gummi wurden später durch größere Ballons aus Polyethylen ersetzt, die haltbarer waren und besser in der Lage, eine konstante Höhe einzuhalten. Eine ähnliche Ballonkette soll losgelassen und dann zum Absturz gebracht werden, um das entstehende Trümmerfeld mit dem von Roswell vergleichen zu können. Um sie besser unter Kontrolle halten zu können, ist diese Kette nur 70 Meter lang, kürzer als sie im Project Mogul eingesetzt wurde. Sie besteht aus Ballons, wie sie von Meteorologen verwendet werden, und Radarreflektoren, wie sie die Air Force in den 40ern benutzte. Eine Computergrafik simuliert das Experiment, das von Peter Chesney, einem Ingenieur für Spezialeffekte in Hollywood, entworfen wurde.
Das gibt uns einen Eindruck davon, womit wir es zu tun haben und welche logistischen Probleme auf uns zukommen. So können wir herausfinden, ob die Reflektoren auf diese Art oder besser entlang der Leine befestigt werden sollten. Ob sich mit dem Experiment ein aussagekräftiges Ergebnis erzielen lässt, ist ungewiss. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Ich habe keine Ahnung. Die Skeptiker lassen sich durch Fakten ohnehin nicht beirren. Wenn sich herausstellt, dass Gelgansky recht hat und es nicht genug Teile sind, um ein Trümmerfeld wie damals zu erzeugen, dann werden sie es ignorieren. Der Roswell-Skeptiker Joe Nickel und der Roswell-Verfechter Robert Gelgansky beobachten gemeinsam das Experiment. Wie wollen Sie die Kette herunterholen? Wir wollen es mit einem Luftgewehr probieren. Hier haben wir einen Widerstandsdraht, mit dem es gut funktionieren wird. Wir können ihn knallen lassen. Stimmt die Spannung? Alles bereit. Es sieht aus, als ginge es mit dem Luftgewehr. Der heiße Draht ist eine Ersatzlösung. Wir werden etwa 120 Meter Leine auf unsere Spule aufwickeln. Wenn alles fertig ist, fahren wir raus. Am Abend vor dem Experiment möchte das Team ausprobieren, ob es ihm gelingt, die Ballons ähnlich wie bei Project Mogul miteinander zu verknüpfen. Dazu sind viel Platz und absolute Windstille notwendig. Eine Flugzeughalle ist der passende Ort. So bekommen wir einen Eindruck davon, wie sich das verhalten wird. Beten wir, dass die Windgötter sich morgen anständig benehmen. Wir fahren damit einmal im Kreis herum, um zu sehen, was passiert. Um ihren Luftwiderstand und ihren Auftrieb zu bestimmen, werden zwei Ballons mit einer bestimmten Geschwindigkeit durch die Halle bewegt. Hier darf kein Fehler passieren, damit sich die Ballons mitsamt den Reflektoren beim morgigen Experiment nicht losreißen und zu einer Gefahr für Flugzeuge werden. Eine gute Entfernung zum Ziel. Das entspricht einem Kilo. Wir haben reichlich Auftrieb. Wir werden die Ballons fliegen lassen und sie dann mit einem Luftgewehr herunterholen. Möglicherweise landet alles auf einem Haufen. Wir sind jetzt so weit, dass wir aus der Halle nach draußen fahren können. Solange wir den Wind am Nachmittag vermeiden, haben wir eine Chance, das Experiment durchzuführen. Je zeitiger wir dort hinauskommen, desto besser. Im Moment ist es völlig windstill. Eine gute Voraussetzung, um Ballons fliegen zu lassen. Das ruhige Wetter ist ideal. Bei Wind könnte es passieren, dass die Ballons auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Es dauert einige Zeit, bis 12 Wetterballons mit Helium gefüllt sind. Mit dem hätten wir die Hälfte. Der Wind hat genügend Gelegenheit, sie wie Spaghetti aufzuwickeln. Nachdem die Ballons befestigt sind, kommen die Radarreflektoren und ein Fallschirm dazu. Zuletzt wird noch eine Mikrofonattrappe angebracht. What do you think, Bob? It looks good. Looks like great. Mogul is launched. Nice. Yes, sir. Die Nachbildung der Ballonkette von Project Mogul steigt wie erwartet auf. Nachdem sie eine gewisse Höhe erreicht hat, ist es Zeit, sie abzuschießen, um das Trümmerfeld entstehen zu lassen. Ready? Go for it. Hey! All
Stell dich unter die Leine, dann kannst du vermutlich 4 oder 5 mit einem Schuss treffen. Noch 4. Jetzt sinkt er. 3, 4 for 3, Kyle. It's getting low. All right. Oh, that one caught on the target. Got it. Okay, here we go. Last one. Here it comes. All over. There's your debris. Da haben Sie Ihr Trümmerfeld. Robert Galganski, der nach wie vor glaubt, ein Raumschiff sei bei Roswell abgestürzt, verweist darauf, dass in den damaligen Berichten keine Leine erwähnt wurde. Man sollte doch meinen, die Reflektoren hätten festgebunden sein müssen. Kann man das Experiment durchführen, ohne dass ein Stück Leine zu finden ist? Das ist doch sehr unwahrscheinlich. Joe Nickel ist von dem Experiment nicht beeindruckt. Ich fürchte, das ist bloß heiße Luft. Und damit meine ich nicht die Ballons. Ich denke, die Ergebnisse dieses Experiments zeigen, dass Mogul nicht genug Material hatte, um Brazels Trümmerfeld zu erzeugen, ganz zu schweigen von dem, was Marcel berichtet hat. Tatsächlich heißt es in Major Marcels Bericht, dass die Trümmer über ein Gebiet von mehr als 1 Kilometer Länge und etwa 100 Metern Breite verstreut gewesen seien. Die Kette von 12 Ballons war zwar nur halb so lang wie das Original von Project Mogul, doch sie verteilte sich auf gerade einmal 45 Meter. Das beweist wohl, dass die Menge der Trümmer jeder vernünftigen Schätzung zufolge nicht auf das Konto von Project Mogul gehen kann. Es nachzustellen bringt nicht viel Licht ins Dunkel. Schön, wenn es geklappt hätte. Aber auch so denke ich nicht, dass es die Mogul-Hypothese widerlegt. Diese Art von Experiment führt doch nur zu weiteren Vermutungen. Es gibt viel zu wenig Daten. Es ist passiert, was man erwarten würde. Sehen Sie sich mal die Leine an, die hier liegt. Man kann doch erwarten, dass man sie findet. Das Merkwürdige an den Trümmern von Roswell war aber, dass überhaupt keine Leine gefunden wurde. Auch an den Radarreflektoren ist genug Leine und man sieht auch die des Fallschirms. Aber auf dem Trümmerfeld war kein Stück davon zu finden. Und die Air Force hat auf ihren Fotos von 47 nichts davon gezeigt. Doch welche Konsequenz folgt daraus für die Ufologen? Es zeigt, dass es kein Ballonabsturz gewesen sein kann. Es passiert nichts Spektakuläres beim Aufschlagen. Das Experiment beweist, dass Project Mogul genauso aussah, wie wir es uns dachten. Wir wissen, dass Mogul aus diesen Elementen bestand. Die Art, wie die Trümmer verstreut sind, ist natürlich ganz anders, als sie während eines Sturms gewesen wäre, der alles zerrissen und den Absturz über einen längeren Zeitraum verzögert hätte. Was den Absturz einer Ballonkette von Project Mogul bewirkt haben könnte, ist ungewiss. Das Sonnenlicht könnte das Ballonmaterial zerstört haben. Die Trümmer könnten auch, bevor sie gefunden wurden, 2 Wochen lang in der Wüste gelegen und vom Wind verstreut worden sein. Es ist unrealistisch zu glauben, dass etwas, das aus herkömmlichen Materialien gemacht ist, so zerrissen und verteilt worden sein könnte, dass es ein Trümmerfeld erzeugte. Wer weiß, wie die Trümmer wirklich ausgesehen haben. Wir waren nicht dabei, als sie auseinandergerissen wurden. Es wäre doch unsinnig zu glauben, dass wir wissen, wie ein zerrissener Radarreflektor ausgesehen hat. Zwölf Wetterballons, 3 Radarreflektoren, ein Fallschirm und eine Mikrofonattrappe liegen nun zusammen mit etlichen Metern Nylonleine auf einem Feld. Das Experiment hat bloß dazu geführt, dass sich der Graben zwischen den beiden Lagern vertieft hat. Wichtig ist, wie die Teile gelandet sind und was unmittelbar darauf mit ihnen passiert ist. Mit anderen Worten, sie sind nicht in kleine Stücke zerrissen worden.
Für mich bleibt aber das Entscheidende, dass damals keine Leine gefunden wurde. Es gab auch keine kurzen Leinen, die die Balance mit der Hauptleine verbunden hätten. Es gibt sie einfach nicht auf den Roswell-Fotos. Doch es geht um mehr als Ballons und Reflektoren, wenn UFO-Gläubige und UFO-Skeptiker aufeinanderprallen. Wenn man sich die Zeitungen ansieht, stellt man fest, dass es wochenlang die wichtigste Meldung war. Die Menschen erwarteten, dass etwas Ungewöhnliches vom Himmel fallen würde. Es gab eine Anzahl von Reflektoren, die um diese Zeit auf amerikanischem Gebiet niedergingen. Die Lokalzeitungen zeigten Bilder von ihnen und sie sahen genauso aus. Sie sind nicht zerrissen, sie sind intakt. Man findet vielleicht noch ein Stück Ballon. Und genau das haben wir hier. Für die Skeptiker sind die Ergebnisse des Experiments nicht eindeutig. Jetzt hat die Gegenseite mit der Antwort begonnen, die ihr passt. Sie sehen sich das Zeug an und behaupten dieses und jenes. Was bleibt, ist eine Reihe von Fragen. Gab es eine Verschwörung, um Informationen zurückzuhalten? Die Anhänger dieser These sind überzeugt, dass wichtige Zeugen mit Drohungen eingeschüchtert wurden. Wie weit war die Regierung in die Verschwörung verstrickt? Jesse Marcel erinnert sich an die Nacht, in der sein Vater vom Luftwaffenstützpunkt in Roswell zurückkehrte. Er sagte meiner Mutter und mir, wir dürften nie darüber sprechen, weil es streng geheim sei. Der Rancher Mac Brazel wurde angeblich auch bedroht, nachdem er in Interviews seinen Fund beschrieben hatte. Sie hielten ihn eine Woche auf dem Stützpunkt fest und zwangen ihn, zu schwören, nicht über die Ereignisse zu sprechen. Manche behaupten, dass Brazel nach dem Verlassen des Stützpunkts seine Geschichte stark verändert hätte. Er traf den Rundfunkjournalisten Frank Joyce. Er sagte, man hat mir befohlen, hierher zu kommen und Ihnen die Geschichte über den Wetterballon zu erzählen. Andernfalls würde es Ihnen und mir schlecht ergehen. Wenn es sich bei den Fundstücken nur um Radarreflektoren gehandelt hätte, wären wohl kaum so drastische Maßnahmen von den Militärbehörden ergriffen worden. So jedenfalls die Ufologen. Ein geheimer Ausschuss der Regierung sollte dafür sorgen, der amerikanischen Öffentlichkeit die furchtbare Wahrheit vorzuenthalten. Nämlich, dass Außerirdische auf der Erde gelandet seien und dass man diese menschähnlichen Wesen an einem geheimen Ort versteckt hielt. Das ist doch alles ein Scherz. Wenn es kein Scherz war, dann fragt sich, von welcher Hierarchieebene die Maßnahmen ausgingen. Könnte der Präsident selbst die Befehle gegeben haben? 1984 tauchte ein Mikrofilm auf, der ein Dokument enthielt, das vom September 1947 zu stammen schien. Darin befiehlt der Präsident seinem Verteidigungsminister, einen Ausschuss namens Majestic 12, kurz MJ-12, zu gründen, der sich mit der Bergung eines Raumschiffwracks befassen sollte. Die Ufologen halten dieses Beweisstück für echt. Ich halte das Truman-Dokument für authentisch. Ich behaupte nicht, dass alle MJ-12-Dokumente echt sind, aber das Truman-Forrestal-Memo ist echt. Als ich die MJ-12-Dokumente sah, dachte ich, entweder ist das die Unterschrift Trumans oder eine der besten Fälschungen, die ich je gesehen habe. Die Skeptiker halten die Majestic 12-Geschichte für ausgedacht. Bei diesem Dokument kann einiges nicht stimmen. Zunächst heißt es hier, das Dokument sei ein Memo. Dann hat es aber wieder Eigenschaften eines Briefs, was man an der Anrede, der Grußformel sieht. Teils ist es ein Memo, teils ein Brief. Eine konfuse Mischung, die man in anderen Dokumenten nicht findet. Außerdem ist die Herkunft des Dokuments nicht rekonstruierbar.
Woher kamen diese Dokumente? Wir wissen das im Fall der MJ-12-Dokumente nicht, da sie anonym auf einer Rolle Film auftauchten. Es gibt vor Gericht eine Regel, die besagt, dass man kein Beweismaterial minderer Qualität verwenden darf, wenn solches von höherer Qualität verfügbar ist. Diese Regel wird vor allem auf Dokumente angewendet, wo sie besagt, dass man das Original untersuchen muss, nicht eine Kopie. In diesem Fall haben wir nur eine minderwertige Kopie. Es ist keine beglaubigte Kopie von einer Behörde, die wir vernünftigerweise von vornherein für authentisch halten müssten. Es ist eine allgemeine Regel im Umgang mit Dokumenten. Man kann ein Dokument nicht anhand einer Kopie auf Echtheit überprüfen, da man das Papier und die Tinte nicht untersuchen kann. Also das, was ein Experte genau unter die Lupe nehmen würde. Wenn Truman etwas unterschrieben hat, und ich habe mir hunderte von Unterschriften Trumans angesehen, dann gibt es diesen langen Aufwärtsstrich. Er schneidet immer durch den Text oder berührt ihn. Truman unterschrieb sehr dicht unter der letzten Zeile der Dokumente. Hier hat offenbar eine Unterschriftenmaschine den Namen unter das Dokument gesetzt und jemand hat sich gedacht, hier sieht es gut aus. Für Harry Truman steht diese Unterschrift viel zu weit unten. Das habe ich noch nie bei einem echten Truman-Dokument gesehen. Außerdem, so Joe Nickel, findet man gewöhnlich keine identischen Signaturen. Wenn wir versuchen, eine über die andere zu legen, sehen wir, dass sie nicht übereinstimmen. Und wenn wir diesen echten Brief Trumans vom Oktober 1947 nehmen, den ich hier auf Folie habe, und ihn darüber legen, sehen wir, dass sie exakt übereinstimmen. Der unfähige, dilettantische Fälscher der MJ-12-Dokumente hat diesen Fehler gemacht. Der Roswell-Zwischenfall ist ein fester Bestandteil der internationalen populären Kultur geworden. Die kleine Stadt in New Mexico wird auch in Zukunft mit diesem Mythos leben. Der Grund, warum das Gerücht sich noch immer hält, ist, dass wirklich etwas passiert ist. Und zwar mehr als ein Ballonabsturz. Wenn da nichts gewesen wäre, dann hätten die Ufologen schon vor langer Zeit aufgegeben. Für mich wäre jeder Hinweis auf ein außerirdisches Raumschiff die wunderbarste, unglaublichste wissenschaftliche Entdeckung in der menschlichen Geschichte. Als Wissenschaftsjournalist würde ich mich sofort auf diese Geschichte stürzen, wenn ich glaubte, dass auch nur ein bisschen dran wäre. Die Leute haben sich jetzt in ihre Stellungen eingegraben. Eine Gruppe sagt, wir haben uns das Material angesehen und es deutet auf Project Morgul hin. Die andere Gruppe sagt, wir wollen an die fliegenden Untertassen glauben und geben nicht auf. Werden die beiden Gruppen sich je aussöhnen? Vermutlich nicht, solange ich lebe. Auch wo die berühmten Trümmer von Roswell hingekommen sind, bleibt ein Streitpunkt. Die Skeptiker behaupten, man habe sie vermutlich schon vor vielen Jahren weggeworfen. Die Ufologen sagen, sie würden bis heute an einem geheimen Ort verwahrt. Roswells letzter Beweis ist nicht mehr greifbar. Am Roswell-Zwischenfall werden sich auch weiterhin die Geister scheiden. Die Spekulationen werden blühen, solange es das Misstrauen gegen die Behörden gibt. Eine Antwort, die alle zufriedenstellt, wird es vermutlich niemals geben.